Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Beast Inside. Ja, nicht wundern, wir starten hier aus einem sehr merkwürdigen Bildschirm heraus und starten das Kapitel neu. Ich habe nämlich soeben schon eigentlich die 9. Folge aufgenommen. Also diese Folge habe ich gerade schon mal aufgenommen und aus irgendwelchen Gründen ist die Aufnahme aber verkackt. Die ist irgendwie nach ein paar Sekunden abgebrochen. Ich habe das nicht gemerkt. Deswegen wundert euch nicht, ich werde jetzt hier ein bisschen durchrennen, weil ich halt schon alles kenne. Und ja, meine Audiodatei ist zwar noch vorhanden, aber die stimmen ja dann nicht mehr überein. Also muss ich es ja nochmal aufnehmen. Übrigens die letzte Folge wie immer oben in der Infokarte. Und ja, in der letzten Folge haben wir praktisch den Zeitsprung mit Nikolai beendet gehabt. Also, ne, dieses Kapitel mit Nikolai haben wir ja beendet. Was ziemlich interessant war, alles sehr abwechslungsreich und so. Ich What? sag gleich mehr dazu. How in the hell? Keys in a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Maybe if I find the other pages from the diary, if those telegrams are ever gonna be decoded, I have to take every chance. I'll notify David. This will blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Toll. Das habe ich beim letzten Mal nämlich gar nicht gelesen gehabt. Irgendwie, ich hatte das. Kennt ihr das, wenn ihr etwas lest und dann gar nicht wahrnehmt, was ihr lest? Das habe ich gar nicht gecheckt. Er hat einen Code in dem Tagebuch von Nikolai gefunden? Wie? Also, hä, daraus werde ich ja jetzt gar nicht schlau. Ne, daraus werde ich gar nicht schlau. Das ist, hä? Wie jetzt? Nur gut, egal. Ja. Ich musste ja nur schon feststellen, das Spiel ist recht abwechslungsreich, weil irgendwie das hier ist ja eher so der ruhigere Part. Ist die Frage, ob das auch bis zum Ende halt so bleiben wird, ne? Weil ich nehme mal an, dass auch irgendwann dieser Part hier, der Gegenwartspart, ein bisschen krasser werden wird, weil der Anfang hat ja irgendwie schon darauf hingedeutet, dass das so passieren wird. Aber ich bin trotzdem gespannt. Ich finde es irgendwie sehr geil. Hier ist alles so mehr so rätsellastig. Man muss ein bisschen gucken, mit dem Rumscannen und so. Alles ganz spannend. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und ich finde halt auch irgendwie so gut, wie abwechslungsreich die verschiedenen Kapitel sind. Weil jedes Kapitel für sich, also jede, sagen wir mal, jede Ära für sich, ne, jeder Part, wenn wir einmal den Vergangenheits- und einmal den Gegenwartspart haben, hat so seine eigenen Sachen, die trotzdem noch irgendwie vielfältig sind von der Art der Ausführung her. Also ich finde das geil. Hier wird einem definitiv nicht langweilig, so. So, dann mal ab zum Telefon. Schnell, schnell, schnell. Telefon. Fuck, they must have tapped my line. How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me. Maybe they did get Harold after all. Thankfully, I can Was ich check nicht where they're verstehe. tracking me from. If I'm not wrong, the detector should be in the office. Was ich nicht verstehe, wenn die seine Leitung abhören. Ja, gut, okay. Aber warum kommunizieren die denn auch über dieselbe Leitung? Das macht doch gar keinen Sinn. Da muss einem doch klar sein, dass man entdeckt wird. Wenn der Mann nicht auch irgendwie Halluzinationen hat. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was bei Nikolai nun stimmt oder auch nicht stimmt von dem, was er sieht. Vielleicht stimmt alles, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht ist das bei ihm ja ähnlich. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Jesus, are you trying to kill me again? I don't want to sound hysterical, but I saw someone. What are you talking about? Someone's here, in front of the house. But maybe it's someone from the office? You know. About work? David would tell me. Son of a bitch, it's all so clear now. You don't think that. I do. They want to get us, so nothing would surprise me. A few days ago, someone was hanging around here, too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination. I didn't want to spread panic. We've got enough to worry about as it is. Fuck Emma! I don't work in a bakery. I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house, lock the doors and windows. I'll take care of this.
I should use the localizer and see if I can find something nearby. Ich frage mich ja auch immer noch, ne, diese Videosequenz, die man am Anfang hatte. Man hat ja einen Kopf gesehen, in den reingestochen wurde. Und Emma war halt da und hat ja gesagt, so, oh, was hast du mit Adam gemacht? War der Kopf von Adam? Man sieht Adam ja nicht. Man weiß nicht, wie er aussieht. Oder wartet mal, eigentlich weiß man das ja schon. Nee, das war gar nicht Adam. Aber von wem war dann der Kopf? Weil es gibt ja, das habe ich, es gibt ja so ein Bild zum Spiel, wo man Nikolai und Adam sieht und diesen komischen Hutmann. Und da sah Adam anders aus. Also ist das ja nicht Adam. Okay, dann hat mich das Bild eigentlich gespoilert und ich euch damit jetzt auch. Aber wer weiß, vielleicht hat er sich ja hier in der Zeit ein Bart wachsen lassen, man weiß es nicht. Wer weiß, vielleicht ist er nachher, vielleicht ist auch Adam derjenige, der in den Kopf das Messer da reinsteckt und sie fragt deswegen, was er mit Adam gemacht hat, weil sie sich so denkt, so, okay, so wie er sich benimmt, ist das nicht mehr Adam oder irgendwie so. Ach, was weiß ich. Spekulationen über Spekulationen. Spekulatius über Spekulatius. Spekulatius über jeden allen Keks. Kekse. Ach, egal. So, es blinkt. Ich werde jetzt hier ein bisschen flitzen, weil ich ja eh schon ungefähr weiß, wohin. Sprach sie und rannte. Zu weit. Reden wir einfach nicht drüber, okay? Ist halt echt so. Hä? Ich denke, ich weiß, wohin. Was tue ich denn hier? Hä? Hier. Da. Ach, jetzt müssen wir wieder die Bobbelchen kaputt machen. Die Quantenwolkis oder so. Die Jindo Junes. Stirb, Jindo June! Oder auch nicht. Jindo June sagt, ne. Sie hat keinen Bock, Alter. Oh, ich bin schon zu weit. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. So, hier jetzt, ne? That fucking bastard is so confident that he approached the house to spy on us. Maybe if I can find more traces. Und ich werde weitere Spuren finden. Weil ich bin Detektiv Conny. Nicht. Nee, Detektiv Adam. Mit meinen Quantenwolken. Findibus. The signal is very clear. Quantum Cloud should be right around here. The lines are coming together. I'm close to the source now. Crossed here to the other side. I need to get over there. So. Wir kommen jetzt hier auch ganz easy rum. Beim ersten Mal wusste ich nicht, wo lang und bin hier überall rumgelaufen, weil ich dieses Zahnrad nicht gesehen habe, ne? Manchmal steckt der Wurm drin. Sesam, öffne dich. Rapphimmel, Rapphammel, Rapum. Dumm, dumm. Ja, Quantenwolki, werde ich noch nicht suchen, weil ich schon weiß, wo ich es benutzen muss. Wir müssen nämlich hier oben in diese coole Baumhauskonstruktion. Ich weiß, für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich finde, es macht halt immer mehr Spaß, das zusammen entdecken. Der ein oder andere findet es vielleicht aber auch gut, weil es gibt ja auch Leute, die mögen es halt gar nicht, wenn man zu lange suchen muss. Und so ist halt jeder ein bisschen unterschiedlich. Ich mag es halt immer eher mit den Let's Playern, das zusammen zu erkunden. Außer natürlich, ich suche halt wirklich nur die Lösung. Und da bietet es sich halt eh immer an, das einfach Walkthrough zu nennen. Und dann ist halt gut, ne? Weil es halt ein Unterschied, ob es ein Walkthrough oder ein Let's Play ist. Aber das ist halt auch nur meine Meinung. Und deswegen ist es halt auch irgendwie so cool. Jeder macht es halt anders. Und alles ist ein bisschen unterschiedlich.
Und das zeichnet ja die verschiedenen Kanäle und Let's Player auch aus. Deswegen guckt man ja den einen lieber und den anderen lieber weniger. Ich hab was im Rachen. Und rein da, Ali Hüpfi. So, hier hat er sich nämlich ein Versteck aufgeschlagen. Die alte Pappnase. Fucker's got it all well organized. Wegstecken. Foto von Emma. Scheiße, ich kann es nicht glauben. Er hat das Foto an dem Tag gemacht, an dem wir hier angekommen sind. Er wusste sogar, wann und wohin wir umziehen würden. Ja, August 22.1979. Ich hatte mich auch überlegt, wann eigentlich das hier spielt. Ich weiß leider auch gar nicht mehr, wann das mit Nikolai spielt. War es 1600 irgendwas? War es 1700? War es 1800? Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht, wie hoch der Unterschied da ist. Ich glaube, es war 1800 oder so. Ist dann aber auch die Frage, wenn seine Mutter hier oft war und hier vielleicht gewohnt hat, war die dann irgendwie mit Nikolai verwandt? Ist er mit Nikolai verwandt? Ich habe halt echt keine Ahnung, wa? Sag schnell, was will ich sagen und nicht lügen? Ich habe mich halt auch gefragt, ne? Er ist ja Spion, es wird von den Sowjets ständig geredet, ich weiß nicht. Ich kenne mich mit geschichtlich, mit neuzeitlicher Geschichte, sagen wir es mal so, kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Aber war das der Kalte Krieg damals? Aber ich weiß es halt echt nicht mehr, ne? Ja. Ich kenne mich zwar geschichtlich so in der alten Geschichte so ein bisschen aus, aber mit Jahreszahlen habe ich es noch nie gehabt und Neuzeitgeschichte ist halt, ja, weiß ich nicht. Das war immer nie so mein Ding. Mittlerweile interessiere ich mich mehr dafür, aber so von früher habe ich da echt wenig mitgenommen. Zumal ich mir Jahreszahlen halt auch einfach nicht merke. So, was haben wir hier? Das verstehe ich ja auch nicht ganz. Warum macht er das kaputt? Das ist doch jetzt so ein Sicherungsstück. You won't lose me so easily, you bastard! Stop! Hear me? Das hat auch so das, die typische Optik, ne? Oh, Spion. Gesicht im Dunkeln. Hut auf. Anzug. Ist halt so das typische Bild. Ich krieg dich! Du Schweinebacken, Scheiter! Laufen. You can run, but you can't hide! Ey! Was soll das? Kann man ja einfach die Kisten nach mir schmeißen. Dann wo kommen wir denn da hin? Du alter Kistenwerfer, du! Hä? Lauf ich überhaupt noch hin? Ich hab mich verlaufen. There you fucker. Kurz mal innehalten. Den Ausblick genießen. Ja, und so leicht hat er mich dann doch abgeschüttelt, wa? So. Hallo? So, dann werden wir mal die eine Kiste hier befreien. Weil so geht's jetzt nämlich weiter. Ja, das Lustige ist, dadurch, dass ich jetzt halt schon wusste, wohin, bin ich jetzt an dieser Stelle natürlich ein bisschen schneller, weil vorhin habe ich hier die Folge beendet. Das werde ich jetzt aber nicht machen, weil 13 Minuten für eine Folge ist doch ein bisschen kurz. Deswegen werden wir jetzt doch gemeinsam hier reingehen, weil genau hier hatte ich das Kapitel dann neu gestartet. Das war das, wo ihr nur noch so den Pausebildschirm gesehen habt. Und genau das war die Hintergrundkulisse. Naja, was soll's. Manchmal ist eben so, ne? Manchmal läuft nicht alles glatt. Ich wollte mich eigentlich hinhocken. Ui, dunkel. Warum ist denn hier so gut Licht drin? Ab jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie es weitergeht. Chasing a spy through a cave. Fuck, what would have been a joke a week ago is not reality. Ist das vielleicht die Mine, die eingestürzt ist? Vor Jahren, wo es diesen Unfall gab, was wir bei Nikolai immer in der Zeitung gelesen haben? Würde ja Sinn machen, ne? Na toll. Kaputt gemacht. Schön. Toll. Wie soll ich jetzt rüberkommen? Hä?
Daran denkt natürlich keiner. Ich bin entsetzt. Also rein von der Story her macht es ja Sinn, dass das dieser Weg ist. I can't get there. Ja und nun? Was mache ich jetzt stattdessen? Ich nehme mir dieses Seil nicht. Ja, aber hier kann ich ja auch nicht hin. Ach, hier geht's lang. Toll. Mein Gott, ich wollte mir gerade im Gesicht... Alter! Ich wollte mir gerade im Gesicht kratzen. So viel Action hier, was ist hier los? Das Sackgesicht hat mich einfach hier runtergeworfen. Oh, oh, ich werde ertrinken. Ich finde den Typen nicht nett. Schneller, schneller, ich muss hier hoch. Schneller, schneller, la, 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 la. Oh, ich brauche bald Luft. Kann ich überhaupt... Ja doch, ich kann schneller schwimmen, aber nicht viel. Ah, aber trotzdem. Nicht freundlich von dem. Aber interessant. Gibt es hier krasse Sachen zu sehen? Ich möchte bemerken, dass dieses Hemd, das sieht gar nicht so alt aus, wie das hier wahrscheinlich alles sein soll. Voll so die spannende Musik so. Also so nach dem Motto so, wow, wir entdecken ein Geheimnis, yeah. Klingt irgendwie so. Da steht irgendwas drauf. Ich kann's nicht lesen. Hey, der Baum? Bin ich jetzt zurückgelaufen? Ach nee, es ist einfach. Okay. Okay, okay. Kein Baum. Kein Baum. Hier ist jetzt die Frage, wohin? Geht's jetzt hier lang? Oder hier lang? Ach nee, deswegen kam mir das bekannt vor. Das ist ja da hinten. Ja, von da hinten komme ich doch. Deswegen kam mir das hier so vertraut vor. Jetzt sind wir also wieder auf der richtigen Fährte. Nee. Hallo, ist hier jemand? Ach, sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Na, da habe ich ja jetzt richtig Lust drauf. Ey. Der wollte doch gerade an der einen Stelle einfach nicht weiter, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, da gibt's wohl kein Zurück mehr, würde ich behaupten. Fuck, that was close. Everything wants to kill me in here. Naja, kein normal denkender Mensch würde auch in so eine alte verlassene Mine gehen. Gut, er will ihn ja jetzt nur haben. Von daher kann ich seinen Standpunkt schon etwas nachvollziehen. Vielleicht ein bisschen. Diese Perspektive hasse ich auch. Weil es ist doch jetzt schon vorprogrammiert, dass gleich irgendwas passiert. Weil ich halt eh nicht alles vor mir direkt einsehen kann. Vielleicht zieht er mich raus und verprügelt mich. Oh, doch nicht, okay. Na gut, dann eben nicht. Oh, draußen. Wir sind draußen. Ja, aber der Typ ist doch jetzt schon über alle Berge, oder was? Der muss doch einen ordentlichen Vorsprung haben. Wo bin ich hier überhaupt?
Aber ist schön hier. Fein, fein, fein. Hallo. So, ich würde aber sagen, wir sind aus der Mine raus. Und bevor wir jetzt sehen, was hier jetzt alles noch so passiert, würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal hier die Folge. Diesmal hat es auch bis zum Ende aufgenommen. Zumindest sehe ich das Aufnahmesymbol da unten in der Ecke noch. Ja. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Ich habe euch die Playlist hier unten in den Abspann gepackt, für den Fall, dass ihr nochmal eine alte Folge gucken wollt oder irgendeine verpasst habt und mal reinschauen wollt. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin, macht es gut und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss!